Die meisten von euch kennen sie und wenden sie auch regelmässig an. Dreipunktbeleuchtung. Sie gilt als Grundlage beim Ausleuchten von Porträts und wird meistens auch so präsentiert in Tutorials und Büchern. Herzlich willkommen bei Tipps & Tricks. Mein Name ist Valentino Vinitti und ich zeige euch heute eine Alternative zu der Dreipunktbeleuchtung, die in meinen Augen viel natürlicher aussieht und genauso einfach aufzustellen ist. Am besten zeige ich euch das Ganze anhand eines praktischen Beispiels. Dafür gehen wir über in unsere Kaffeeküche. Ich habe hier schon mal ein Dreipunktlicht vorbereitet und möchte euch gerne kurz erklären, wie es funktioniert. Von der einen Seite kommt das Hauptlicht oder Keylight. Es ist die wichtigste Lichtquelle und klar durch seine Helligkeit für die Stimmung im Bild verantwortlich. Von der gegenüberliegenden Seite kommt die Aufhellung oder auch Fill Light. Sie wird verwendet, um die Schatten aufhellen, ohne viel Kontrast wegzunehmen. Die Spitze kommt meistens von der gegenüberliegenden Seite vom Hauptlicht, von hinten, und erzeugt einen leichten Glanz auf Konturen oder Haar. Und die Spitze wird manchmal noch mit dem Licht auf den Hintergrund unterstützt und verstärkt. Jetzt ist unser Licht gesetzt und wir sind drehbereit. Aber passt das Lichtsetup wirklich in das Setting? Dreipunktausleuchtung ist absolut richtig, wenn wir eine Studioatmosphäre erzählen. Zum Beispiel für Broadcast wie YouTube-Tutorials, News oder Talks. Das Licht ist klar sichtbar und ein wichtiger Faktor im Bild. Vor allem die markante Spitze, die aus der gegenüberliegenden Richtung wie das Hauptlicht kommt, verratet uns, dass da mehrere Leuchten im Einsatz sind. Es bewirkt aber, dass das Licht nicht unbedingt natürlich aussieht. Wir befinden uns in einem künstlichen Setting. Es sieht nach Studio aus. Sobald aber eine Person in ihrer natürlichen Umgebung, wie jetzt hier in unserer Kaffeeküche, gezeigt werden soll, ist die Lichtsetzung in meinen Augen nicht die richtige. Ich schaue beim Lichtsetzen immer, dass alles Licht aus einem Guss kommt, beziehungsweise gefühlt alles aus der gleichen Richtung kommt. Jetzt, wie erreiche ich das? Ich nehme mein Führungslicht meistens von schräg hinten. Als Quelle verwende ich eine grosse Fläche, die ein schönes weiches Licht mit sich bringt. Und so kann ich mir eine Spitze sparen, da die ja schon in der Führung beinhaltet ist. Die Aufhellung stelle ich seitlich auf die gleiche Seite wie die Führung und ziehe so das Licht rundherum bis zu der Nase. Auch hier mit einer eher grossen Fläche, aber mit weniger Pegel. Und für die dunkle Seite nehme ich meistens einen LED-Tube aus der Kamerarichtung, der dann das Licht noch ein bisschen rundherum zieht. Beim Einpegeln gehe ich so vor, dass ich jede Leuchte einzeln von 0 an aufdimme, so weit, bis kurz bevor ich anfange zu spüren, dass hier eine Lampe steht. Und jetzt fühlt es sich an, wie wenn das ganze Licht aus einer Richtung kommt. Und um das Ganze abrunden, kann ich auch hier im Hintergrund noch den Eindruck von einem Fenster simulieren, zum Beispiel mit einem Spotvorsatz. Ich stelle die Kamera meistens auf die Seite von der dunklen Gesichtshälfte. Blickrichtung wäre dann relativ knapp an der Kamera vorbei. Ah, Moment, etwas fehlt noch. So, fühlt sich anders an, oder? Ich finde, gegenüber dem klassischen Dreipunktlicht hat das Umziehen vom Licht mehr Charakter und sieht viel natürlicher aus. Und mit dieser Technik kann ich das Licht auch gut verstecken und es wirkt trotzdem homogen. Und was auch ein grosser Vorteil ist, das Set ist auf die eine Seite offen. Das heisst, ich kann Personen auftreten und auch abgehen lassen. Valentino, kannst du mir recht schön helfen? Wir sind gerade am Video drehen. Ach gut, dann geht es auch nachher. Ich komme nachher, ist gut. Bei Interviewsituationen kann die Führung zum Beispiel auch von einem Fenster kommen. So muss ich nur zwei Leuchten als Aufhellung mitnehmen. Dann ist es einfach wichtig, dass ihr irgendeinen dünnen Vorhang mitnehmt, wo ihr vor das Fenster hängen könnt, damit die Führung etwa die gleiche Charakteristik wie die Aufhellung hat. Das ist meine Art, Personen auszuleuchten.
Wie leuchtet dann ihr eure Akteure aus? Ich bin gespannt auf eure Vorschläge in den Kommentaren oder bei einem Gespräch hier persönlich bei uns im Shop. Und besucht doch bei Gelegenheit den Schulungsbereich auf unserer Webseite. Wir bieten die regelmäßigen Abständen auch Kurse zum Thema Licht an. Und jetzt wünsche ich euch viel Spass beim Ausprobieren und Nachmachen. Ciao miteinander.